Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof. Immer noch beim Grasabfahren ins Fahrsilo. Allerdings sind wir nicht mehr auf dem alten Wiesenabschnitt, sondern jetzt schon beim zweiten Wiesenabschnitt. Und ja, es geht voran. Ist natürlich ein bisschen mühsam mit dem kleinen Ladewagen. Aber wir kommen voran. Und das ist ja das Hauptziel. Also man sieht den Fortschritt. Hier rechts die abgeerntete, abgefahrene Wiese. Und hier sind wir jetzt schon auf der zweiten. Ihr erinnert euch vielleicht, wann ich die, als ich die abgemäht habe. Das war die erste Wiese, die wir gemäht haben. Ne, die zweite Wiese. Jo. Was ich inzwischen ein bisschen gesehen habe und was ich leider nicht so toll finde, ist dieses hier. Leider glitscht das Häckselgut hier durchs Fahrsilo durch. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr passiert und damit auch nicht am Ende wir Probleme kriegen. Aber jetzt ernten wir erstmal weiter, beziehungsweise sammeln wir weiter das Gras ein. Und hoffen einfach das Beste. Also falls jemand Kontakt hat zu den Walchenmoddern, gerne das mal als Bug-Report noch denen weitergeben. Da sind sie vielleicht unter Umständen auch dankbar für. Wir sind es auf jeden Fall, wenn wir unsere Map-Bug-Reports reinkommen, die Sinn und Zweck haben. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei denen auch schön ist. So. Aber ich hoffe, dass wir heute noch die Wiese hier fertig kriegen. Wobei ich eigentlich ehrlich gesagt nicht dran glaube, weil die ist noch ein bisschen größer wie die Wiese, die wir jetzt schon abgemäht hatten. Ups, halt, ne, andersrum sollte ich mich drehen, sonst habe ich einen Genickbruch. Die ist eigentlich noch ein bisschen größer wie die andere, habe ich so im Gefühl. Dann haben wir nämlich schon wieder einen vollen Ladewagen. Und wir sind eigentlich nichts gefahren. Wollte eigentlich mal von oben abkippen, das machen wir vielleicht nachher noch. Dass wir da hinten rum hochfahren. Aber da auch hier, ja, sehe ich eben, ich gehe mal in die Ansicht, das Problem, dass hier, ja, der Haufen irgendwie zu groß wird. Und das Risiko, dass mir da zu viel Zeug dann verloren geht, das möchte ich eigentlich auch nicht eingehen. Wenn es da überall durchglitscht. Fahren wir mal wieder ein bisschen in der Ansicht. Ich denke, das ist für euch vielleicht auch ganz interessant, dass wir die Drohne über uns fliegen. Schauen wir mal. Also wir kriegen auf jeden Fall genug Silage raus
für diesen Winter. Die Frage ist nur, wie viel Kühe werde ich mir noch kaufen? Weil da werde ich wohl noch ein bisschen nachlegen. Weil wir einfach genügend Futter haben werden. Und was wir nicht haben, das werden wir noch zukaufen. Schon wieder voll, ey. Ups. Da bin ich eher was, bin ich eher am Überlegen, ob wir uns nicht irgendwie einen größeren Ladewagen recht schnell organisieren sollen. Zumindest bis zur nächsten Silage. Weil, puh, da alle 15.000 Liter hin und her fahren, das ist schon anstrengend. Wenn wir wenigstens einen mit, also ich 20.000 hätten, dann wäre das, denke ich, angenehmer. Aber ich dachte eigentlich, dass er völlig ausreichend sei. So kann man sich irren. Ja, und da frage ich mich halt, bis wohin geht denn die Füllgrenze? Ich fahre mal kurz außen rum und guck mal, ob ich da wieder ein bisschen Zeug runterkriege. Ja, auch sehr gut. Nicht. Ja. Was ist denn da los? Oh Mist. Oh Mist, ey. Oh oh. Ah, oh, Mist. Hallo, hier ist Herr Hochrader. Ja, Leo, ich habe ein Problem. Ja, was denn? Mein Maserati steckt im Fahrsilo fest. Ja, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber hast du irgendwie irgendwas? Das lass mich jetzt aus! Ich sehe das gerade. Ah. Ja. Hättest du nicht gleich einen Telelader mitbringen können? Hätte ich das geahnt, ne? Ja. Aber das Silo ist auch scheiße konstruiert. Weißt du, was für einen hohen Siloberg ich hier hatte? Häckselgut. Es ist ja mannshoch, ist das hier drüber gestanden. Dachte ich, fahre ich ein bisschen weg. Zack, hier hing ich drin. Ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kriegt man den wieder raus? Ich könnte mal einen Johnny mit Frontlader holen. Ja. Könnte ich wenigstens einen Anhänger hinten dran wegmachen. Also es wäre cool, wenn du einen Telelader oder so organisieren könntest. Achtung, mein Drescher. Da habe ich doch bestimmt was. Gut, bis dann immer.
Wo hab ich denn? Ciao. Oh, dass der das auch noch direkt sieht, Mann. Jetzt holen wir mal einen Johnny, machen einen Frontlader dran. Gucken, dass wir den Ladewagen auf die Seite kriegen. Dass wir wenigstens das organisiert kriegen. Ich messe hier nochmal. Immer noch krass. Komisch. Aber warte mal. Der Wert hier hat sich verändert. Der ist jetzt bei 17. Der lag früher, glaube ich, bei 23. So, da haben wir einen Ballenspieß dran. Wer hat denn das gemacht? Wer macht denn hier solche Faxen hier? Nein. Ey, mach mir aber bloß nicht die Kabine kaputt. Ah, kriegst du eine neue von mir gesponsert. Oh, doch nicht am. Doch nicht da! Oh, der Auspuff, der kracht doch gleich ab. Geh doch ganz runter an die Motorhaube. Ja, da komme ich nicht ran. Das ist ein bisschen. Warte, ich mache mal den Anhänger weg. Was macht der? Was macht der? Oh, das reicht nicht. Soll ich dir irgendwie helfen? Ja, irgendwie rückwärts. Kannst du da irgendwie einsteigen? Tja, das können tue ich das schon. Warte mal kurz. Achtung! Aber ich sag's dir. Au, oh, bin ich rausgefallen. Warte mal, ich muss reinklettern und Gurt dran machen. Ah ja, jetzt hat's geklappt.
Der geht immer gleich aus. Oh, Mist, ey. Warte mal kurz. Hey! Oh, muss das Zeug mal wegnehmen. Der hat nicht so ein großes Fassungsvolumen. Ja, aber nimm das doch, schaufel das doch mal kurz rüber. Ich muss nämlich, der Vergaser hat keine Luft. Da oben, da ist zu viel Luft, Häckselgut dran. Hier oben, der Luftfilter, der muss frei werden. Nochmal. Und mach nicht so viel Dellen rein. Ach. Sachte. Weiter vor. Ja, das könnte reichen. So, jetzt läuft er wieder. Sachte. Was machst du? Komm mal ran hier jetzt. Vorsichtig. Ja, ja. Oho. Oh. Zum Glück habe ich einen Gurt dran. Ja, das ist in dem Fall auch ganz gut. Wir sind nicht mal mit dem Johnny probieren. Vielleicht hat er ein bisschen... Jetzt. Ah. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Power. Meine Fresse, ey. Weil das so ein Hickhack ist. Steig du mal ein. Ja. Warte. Ich muss erst die Gabel sehen. Ich hoffe, ich spieß dich nicht auf. Es ist knapp dran. Hm. Warte. So? Ja, noch höher. Ach, so ein Mist aber auch. Warte mal, ich gehe mal unten rein und dann... Vielleicht kann ich dich auch vorziehen ein bisschen. Ey, was ist denn das für ein Scheiß hier? Mann, meine Fresse, ey. Ich glaube, das müssen wir auf morgen verschieben. Ja. Oder warte, komm, ich probiere nochmal schnell mit dem Kramer. Ei, meine Herren, ey. Oh, der mit seiner Knicklenkung, ey. Fährst du vorwärts oder rückwärts? Eigentlich musst du, glaube ich, nur da freiräumen. Ja, nur. Jetzt. Oh, hier, ein Tick noch. Oh, nee, nicht so. Hast du noch Platz? Ja. Oh. Jetzt. Nee. Nochmal Rückwärtsgang, aber stopp, langsam.
Warte. Warte, ich greife um. Aber jetzt sachte hoch. Jetzt. Sachte. Sonst fährst du mir hinten in den Zaun rein. Ja, 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 kriegen wir schon hin. Ah. Holla die Waldfee, ey. Was ein Scheiß. Sehr schön grün. Ja. Nur ein bisschen, ne? Oh Gott. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, ich weiß, so macht man es nicht. Aber manchmal versenkt man auch einen Traktor im Silageberg. So, also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.